Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale im True Pacifist, together mit Diddle und die Gabi und der Clara, die sich gerade bei mir hingelegt hat. Und süß aussieht, wie immer. Sag hallo. Die miaut nicht. So, wir waren noch nicht im zweiten Stock vom Hotel. Hatten wir im ersten Stock schon angerufen? Ja. Also, ja, hatten wir hier nämlich. Da haben sie darüber geredet, dass sie Urlaub machen wollen. Achso, ja. So, dann ruf mal an. Vorsicht, ich habe gehört, das Hotel hat Hundeprobleme. Oh, Haustiere nicht erlaubt, wie? Ich rede nicht über Haustiere. Wo liegt das Problem? Das Problem sind Hunde. Was stimmt nicht mit Hunden? Nicht alle Hunde, nur dieser eine. Was stimmt nicht mit ihm? Alles. Und nochmal. Du hast also diesen Hund, aber Max sprechende Blumen? Die Blume ist mein Freund! Ich meine, wenn ein imaginärer Freund dich glücklich stimmt. Oh mein Gott! Ich bilde mir nichts ein! Er hat einen Namen! Wie lautet sein Name? Flowery? Oh mein Gott! Das hast du gerade erfunden! Okay, das stimmt! Aber er ist echt! Das wissen wir. Nur ist der Name nicht Flowery. Oh, Zimmerservice. Haben Sie meinen Meerestee? Den müsst ihr jetzt aus der Box holen. Ich habe extra alles gekauft. Okay, dann, ja, dann. Weiter? So. Da ist der Meerestee, siehst du ihn? Ja, hab ihn. Cut. So, das sehe ich jetzt nicht nochmal vor. Ja. Du schüttest den Meerestee unter die Tür. Super. Wie? Genau so muss er sein. Hier ist sein Trinkgeld. Okay. Der ist 99G. So viel. So, was brauche ich jetzt? Ich glaube, ein Zimthasen. Nimm mal einen Zimthasen. Vielen Dank. Ach ja. Achso, stimmt. Bei der nächsten Tür. Ja. Gut, dann hole ich mal den Zimthasen, wenn ihr so sicher bist. Von innen verschlossen. Achso, das war die Tür von uns. Oh, Zimmerservice. Haben Sie mal einen Zimthasen? Du zerkleinerst den Zimthasen, bis er dünn wie Papier ist und schiebst ihn unter die Tür. Wie? Genau so muss er sein. Hier ist dein Trinkgeld. Du hast 99G. So, bei der letzten Tür ist es, glaube ich, ein Hotdog. Den dürfen wir in der Tasche haben. Ja, haben wir? Ja. Ja, haben wir. Du hörst ein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Du legst eine Hotcat vor die Tür. Hotcat. Du hörst ein Jaulen. Nochmal sprechen mit der Tür. Du hast dein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Ja. Probier's nochmal. Legst deine Hotcat vor die Tür. Tu die Hotcat beißen oder in die Box. Ich mach's in die Box. Weil ich glaube, wenn man den Hotdog reintut, kriegt man was. Du hast dein Gescharre. Ja. Legst deinen Hotdog vor die Tür. Eine weiße Pfote schießt unter der Tür hervor. Sie versucht, den Hotdog in das Zimmer zu schieben. Aber sie presst ihn zu sehr auf den Boden und der Hotdog dreht sich im Kreis. Es gelingt endlich. Du hörst das Schleifen eines Steines. Ein einzelner Haschpoppy kommt unter der Tür hervor. Wer ist Haschpoppy? Okay. Er scheint beschäftigt zu sein. Schau mal nach, wie viel Geld wir haben. Wir haben genug Geld, lass uns im Hotel übernachten. Okay. Weil wir es können. Ja, wir wissen, der Aufzug in der Stadt funktioniert nicht. Grund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. 200G der Raum interessiert. Mieten. Fantastisch. Wir eskortieren dich in ein Zimmer. Was mache ich unter der Decke? Ja, mach das mal länger, hören die Musik an, die habe ich schon noch gar nicht gehört. Yeah. Wieso habe ich so ein die ist nicht mehr auf der CD drauf. Wieso habe ich so ein unheimliches Bild an der Wand hängen? Und wieso habe ich ein Kissen, das aussieht wie ein total trauriges Gesicht? Hoffentlich ist das Kissen kein Monster. Guck mal, die Lampen sind Metaton. So, dann gehen wir aus dem Bett wieder raus. Ich bin DJ. Ja. Wenn du genug hast, geh wieder aus dem Bett raus. Okay. Gefallen, versuch mal anzurufen. Es ist eine Lampe. Hier ist kein Lichtschalter. Hier steht geschrieben, dass Stars für ihr eigenes Licht sorgen. Okay. Kann ich schon wieder reingehen? Nee, kann ich nicht. Schade.
Du hast dein eigenes Hotelzimmer? Hey, lass uns eine Raumparty schmeißen. Wir können eine Pizza bestellen und den ganzen Tag spielen. Klingt gut. Partyspiele? Wie das sechsbeinige Rennen? Nee, eher Kissenschlacht gegen das Skelett. Hey, keine Kissenschlachten auf dem Sofa. Was für ein Sofa? Oh, okay. Die sind doch gerade bei sich zu Hause. Hey, kein ganzes Sofa. So spät. Achso, nochmal. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ja. Hey, du hast mich nicht mit dem ganzen Sofa getroffen. Nee, warum sollte ich das tun? Ich hebe es mir für die Party auf. Okay. Das ist eine gigantische Flasche mit Parfum. Oh, der Rechteck. Die Kappe ist komischerweise so groß, dass du sie nicht öffnen kannst. Okay. So. So, wir waren noch nicht im Shop vom MTT-Imperium. Nee, stimmt. Oder MTT-Ressort heißt's, glaube ich. Und ich streichel jetzt die Katze im Takt. Genau, so, da. Genau. Jetzt nicht, du musst was einkaufen. Genau. Na, dann sprich ihn mal. Genau. Willkommen im MTT-Burgerhaus, zu Hause des Club-Burgers. Wir lassen den ganzen Tag glänzen, TM. So, dann kaufen wir irgendwas. Gut, was kaufen wir denn? Ich kann dich helfen, mein Kunde. Du kannst dir sogar alles leisten. Da wir eh nicht kämpfen, brauchen wir das nicht. Ich würde sagen, ich hole mal einen Klemmburger. Ja. Dankeschön, hab einen super duper Tag. So, jetzt kannst du mit ihm sprechen. Gut, dann reden wir mit ihm. Was? Warum möchtest du mit mir reden? Ich bekomme Ärger, wenn ich zu kundenfreundlich werde. Entschuldige. Also, ich wollte mal ein Schauspieler werden. Ich komme langsam in die Jahre, also lass mir dir einen Ratschlag geben, kleiner Kumpel. Du hast noch Zeit, leb nicht wie ich. Ich bin 19 Jahre alt und habe schon mein ganzes Leben verschwendet. Hör zu, ich mag dich, kleiner Kumpel. Also bewahre ich dich vor einer Menge Ärger. Mach niemals etwas mit attraktiven Leuten! Solange du keiner von ihnen bist, werden sie nur versuchen, einen Vorteil aus dir zu ziehen. Zum Beispiel, als diese beiden Weiber mich gefragt haben, ob ich ihnen ein paar Klemmburger bringen kann. Und ich sagte als naiver Jugendlicher natürlich ja zu ihnen. Schlechte Idee. Dann nochmal die Klemmburger-Story. Ja. Ich bin als dieser Gasse gegangen, um diesen beiden Frauen zu sehen und, du weißt schon, sehen, was als nächstes passiert. Dann sah mich mein Chef und fragte mich, was ich gerade mache. Ich habe mich so erschrocken, dass die Hamburger aus meinen Taschen auf den Boden fielen. Da ich nicht mein Gesicht verlieren wollte, habe ich sie schnell versucht aufzuheben. Aber als ich mich herunterlehnte, hat das Gewicht der restlichen Hamburger dafür gesorgt, dass meine Hose heruntergerutschte. Die Geschichte kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Wieso? Ah nee, verdammt, das war ja bei SpongeBob mit dem Volleyball. Ja. Riss in der Hose. Die Frauen lachten mich aus. Es hat mich jeder Burger Pants. Ja, jetzt wissen wir, woher der Name kommt. So, Metatron. Als ich das erste Mal in Hotline ankam, war es mein Traum, mit Metatron zu arbeiten. Naja, sei mit deinen Wünschen vorsichtig, kleiner Kumpel. Ist Metatron so übel? Ja. Gott, hast du dich irgendwann einmal umgesehen? Dieser Ort ist ein Labyrinth aus schlechten Entschuldigungen. Entscheidungen statt Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn jemand etwas zum Besseren wenden möchte, widerspricht er und sagt, das ist nicht so, wie man es an der Oberfläche macht. Oh, richtig. Menschen essen immer Hamburger, die aus Pailletten und Kleber bestehen. Und nein, sowas haben wir gekauft. Ja. Man kann noch mal darüber sprechen. Okay, machen wir nochmal. Warum finden die Leute ihn nur so attraktiv? Er ist wortwörtlich nur ein verdammtes Rechteck. Das stimmt, ist sogar da an der Wand. Weißt du, ich habe einmal einen dieser Kids online bestellt, um mich rechteckiger zu machen. Sie funktionieren nicht. Und die Zukunft. Zukunft? Welche Zukunft? Nichts hier unten wird sich jemals ändern. Ich werde vermutlich immer an dieser blöden Arbeitsplatz gefangen sein. Aber warte, es gibt eine Sache, die mich vorantreibt. Wenn Escor nur eine weitere Seele erhält, kommen wir endlich an die Oberfläche. Es wird eine völlig neue Welt sein. Da draußen muss es eine zweite Chance für mich geben, für jeden. Also bleib stark, kleiner Kumpel. Wenn ich groß rauskomme, werde ich an dich denken. So, ja. Na dann. Ja. Nochmal. Dann gehen wir mal zu. Okay. Jederzeit, kleiner Kumpel. So, jetzt gehen wir zu Kette und von dir zurück. Richtig. Ich habe auch die ewigen Gespräche gemacht zwischen denen. Ich habe das in meinem YouTube-Wand nicht gezeigt. Ich
weiß gar nicht, welche Stimme ich ihr gegeben habe. Ich habe Sweaty gesprochen, das war ja genau. Naja, wie auch immer. Na dann, Burger Pants. Genau. Oh, der Kerl von diesem Laden? Ih, was für ein Ekel! Ja, er ist ein Ekel. Aber er ist auch ein wenig süß. Er hat beide Katzen. Komm schon, Catty. Hast du gar keine Standards? Nein! Mehr Burger Pants. Okay, weißt du, das Nervige daran ist... Er wäre in Ordnung, wenn er uns mit Respekt behandeln würde. Aber er verhält sich echt komisch. Und verhält sich so, als wäre es unsere Schuld, wie er sich benimmt. Zum Beispiel, als wir ihn nach den Glamburgern fragten. Er hat sie hier gelassen und ist weggerannt, bevor wir etwas sagen konnten. Wir wollten sie teilen und so. Wirklich? Ich nicht. Catty! So, jetzt geh doch mal zu, Burger Pants. Ja, dann geh wieder zurück. Man sieht sich und so. Ja, bis später und so. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stimme ich hier gegeben habe. Naja, wie auch immer. Egal. Ich sehe wie ein Girlie. Okay. Die Frauen haben über mich geredet, sagen, ich sollte mich nicht so verhalten, als würden sie mir etwas schulden. Wenn ich mich mit ihnen Freundin sein möchte, soll ich die Dinge einmal von ihrer Perspektive aus betrachten? Wow. Armer, naiver, kleiner Kumpel, sie haben dir eine Gehirnwäsche verpasst. Freundschaft ist doch nur die Möglichkeit einer heißen Person, dich zu ihren Sklaven zu machen. Also, wann wollen sie abhängen? Also doch. Ja, na dann. So viel Zeit haben wir noch. Muss ich jetzt gucken? Ja, dann schau auf die Uhr. Wir haben noch genug Zeit dafür. Können wir jetzt noch mal mit denen reden? Ja, klar. Das habe ich nicht gewusst. Du kannst ewig mit denen hin und her. Guck. Ja, wir PS Hangout. Oh, ja, er soll mit uns unbedingt nach Müll suchen. Aber wenn er mit uns abhängt, mache ich mir Sorgen, dass... Er super witzig wird. Er super witzig wird. Das war nicht, was ich sagen wollte. Aber ich war nah dran, richtig? Diese Art von Typ. Naja, diese Art von Typ. Du hängst einmal mit ihm ab und dann will er mit dir abhängen. Die ganze Zeit. Aber fühlst du dich nicht schlecht für ihn, Pretty? Armer Burger Pants. Denke mal, wie cool wir im Vergleich zu ihm sind. Unsere Freundschaft würde sein Leben retten. Sein Leben, Pretty. Und weiter? Denk mal all die Glamburger, die er uns holen könnte. Hat er nach der Arbeit frei? Na dann. Was ich ja interessant finde, das Fandom liebt es, Burger Pants mit dem Nice Cream Verkäufer zu shippen und Catty und Pretty miteinander. Das passt nicht. Also, Nice Cream Verkäufer und er, ja, irgendwie schon, aber die beiden, nee. Sind eindeutig beste Freundinnen, deswegen. Ja. Cattys Einladung. Sie wollen mit mir nach der Arbeit abhängen? Ha! Ja! Ich lasse euch nicht im Stich! Kleiner Kumpel, ich danke dir. Du hast deinen alten Mann zu Tränen gerührt. Mit 19 bist du nicht alt. So, wo wollen die beiden hingehen? Sollen deine Müllhalde abhängen? Na, dann muss ich ja nirgendwo hingehen, kleiner Kumpel. Ist das hier die Müllhalde, ja? Ja. So, ich glaube, das war's jetzt aber auch. Wir können nochmal kurz gucken gehen. Dann. Ja, ja, das war's. Ja, das habe ich beim ersten Mal schon rausgefunden. Ich bin ewig hin und her gegangen. Ich habe das nicht so lang gemacht. Also was heißt ewig? So, speichern wir ab. Ja. Und dann schauen wir auf die Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Gespeichert. Immer noch auf Güte 1. So, wir haben noch 6 Minuten. Ja, dann können wir noch in den Chor gehen. Ja. Ich wollte mal kurz gucken, wie viel Hast Platz du den wir noch Stock haben. Dabei? Nein. Soll ich ihn holen? Ja. Okay. Und den Mr. Wiki ist da auch drin. Okay. Also den lasse ich drin, ja. Und dann den Stock. Tu irgendwas weg, was du gerade nicht benötigst. Was zum Essen würde ich sagen. Ich sag den Glamburger, der bringt nicht so viel. So. Und der Stock. Aber den solltest du dann für den Metatokampf wieder rausnehmen. Ach, dann mach ich ihn jetzt wieder rein und mach dafür... Nimm das Mono-Eis-Astro-Futter oder so weg. Ja, so, gut. Vielleicht hinten im Chor noch ein paar Items. So, ruf noch an. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Telefonanruf, den wir machen können. Oh mein Gott. Du gehst zum Chor? Der Chor ist ein großer Turm mit elektrischer Energie. Denke nicht, dass dein Handy dort funktioniert. Oh nein! Was willst du ohne uns machen?
Du musst das erledigen, nicht wahr? Nun, wir sind auch ohne Worte bei dir, ja? Ja, du kannst uns nicht loswerden. Wir zählen auf dich, also vermassel es nicht. So, noch der zweite Anruf? Oh, ups, na gleich. Jetzt kommt erstmal Elvis. Ja, jetzt kommt erstmal Elvis. Wie? Wer sind die denn? Hier sollte doch keiner so sonst sein. Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Klick. So, na dann. Zweiter Anruf. Wir werden uns noch nicht von dir verabschieden. Gut. Das freut mich zu hören. Ach, diese Musik, diese Liebe. Bereit? Es ist soweit. Nimm deinen Aufzug zur Spitze des Chors. Klick. Na dann nimm ihn mal. Ich hab mal einfach instinktiv versucht, gleich direkt den richtigen Weg zu gehen, nach links beim ersten Mal. Da regt sie sich auf. Da regt sie sich voll auf. Ja. Und vor allem dann ist auch ein bisschen anders, wie die Gegner sich verhalten und so. Der Aufzug ist außer Betrieb. Ping. Woher weiß sie das? Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut, geh einfach nach rechts und dann geradeaus. Wieso weiß sie das? Von wem hast du gerade gesprochen? Weil sie angerufen hat, nicht wir haben sie angerufen. Aber der Aufzug ist außer Betrieb, haben wir gerade festgestellt. Ja, aber sie hat uns dann angerufen, als ob sie wüsste, dass wir gerade in dem Moment... Ja, sie beobachtet uns doch mit den Kameras. Achso, okay, gut, stimmt, auch wieder. Gut. Alles klar, geh jetzt weiter geradeaus. Diese Grube ist nicht auf meiner Karte. Weg ist es, versuche links weiterzulaufen. Gott. Folgst du diesmal ihren Anweisungen, ja? Wie planlos. So, ich will trotzdem mal probieren. Kannst du nicht, das wird blockiert. Gut. Im Chor kann man nicht anrufen. Ring. Okay, hier solltest du weiterkommen. Mit Vorsicht. Ein Mädchen kommt aus seinem Hut. Waren aber zwei Typen. Tja, merkwürdig, dass nur noch einer ist. Magic Attack 29 Defense 24. Dieser magische Söldner sagt nur magische Worte. Bitte und vielen Dank. Katze, erschreck dich doch nicht so. Das ist wirklich magisch. Oh, verdammt, ich hab den Schlangen nicht mehr gemacht. Oh, wir haben ja geschlafen. Wir haben ja HP. Genau. Nach Magie. So, was machen wir denn? Ich glaube, du musst mit dem reden oder ihn abschalten. Ah, eins mach mal reden. Ich mach mal reden. Magic unterbricht dich, indem er zu sich selbst plappert. Dein Geschwafel macht dich benommen. Deine Abwehr sinkt um 1. Okay, dann mal was anderes. Ach, oh nein. Oh nein, deswegen. Rum. Oh ja, ach verdammt. Scheiße. Du fühlst dich noch immer verwirrt. Ja. Aber du kannst ihn bereits verschonen. Okay, gut. Was siegreich. Naja, finde ich nicht. Es geht besser. Das war knapp. Warum sind hier so viele Monster? Weil wir im Untergrund sind? Ja. Naja, das ist doch kein Problem, oder? Wir müssen einfach weitermachen. In dem Moment, wir haben noch Zeit für ein, zwei Räume, oder? Ja, in dem Moment habe ich gedacht, dass Alphys vielleicht doch keine gute Person ist, sondern es mit Absicht zu den Gegnern lockt, um uns aufzuhalten. Ja, aber es ist eigentlich ein bisschen anders. Ja, so, noch 1,5 Minuten ungefähr. Also können wir noch mal probieren, hier was zu machen. Ring. Scheint, als könntest du nicht weiter, bis du den Schalter aktivierst. Aber dann werden dich diese Laser einschalten. Scheint, als kämen sie in dieser Reihenfolge. Orange, orange, blau. Ja, hast du es? Bewege dich, bis der dritte kommt. Verdammt, ich wollte mich gerade bewegen. Außerdem war das falsch rum. Ja, richtig. Oh mein Gott, geht es dir gut? Tut mir leid, ich habe dir die falsche Reihenfolge gesagt. Es ist alles in Ordnung, okay? Ich gehe einfach weiter nach rechts. So. Eine Kreuzung. Versuche nach rechts zu gehen. Soll ich? Erst mit dem Part beenden. Achso, stimmt. Gute Idee. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.